Hallo, hier ist der Disney-Opa. Ich stehe hier vor dem Emporium-Shop, vor den Schaufenstern in der Main Street. Und die wollte ich euch gerne mal zeigen. Es sind drei Fenster, die jetzt in diesem Video zu sehen sind. Schaut mal hier. So, es blendet ein bisschen vom Licht her. Es ist ja warm heute. Das hier ist das Merida-Kleid im Schaufenster. Und auch ein Merida-Artikel. Schaut mal, ganz klein hier. So, dann haben wir hier nochmal das Kästchen mit den Artikeln, was man auch benutzen kann, so als Mini-Koffer, als Gläsernen-Koffer. Und die Figur natürlich. Ne? Hier haben wir auch eine Preisliste für euch. Blende ich doch mal eben ein. Könnt ihr mal sehen, das Kostüm, also 70 Euro. Ja, wie alle Kostüme, ne? Alle Standardkostüme. So, hier gehen wir einmal raus, da haben wir das ganze Fenster. Ja, ist ein bisschen dunkel. Das, ihr kennt das Kleid, glaube ich, sowieso. So, dann gehen wir mal zum nächsten Fenster. Und zwar zu Schneewittchen. So, da oben sitzt die Puppe. So eine Barbie-Puppe ist das ja. Auf einem Schränkchen. Schaut mal da drinnen auch nochmal. Direkt über dem Autogrammheft. So, hier ist die Puppe nochmal zu sehen. In der Prinzessinnenpackung. Und natürlich gibt es auch das passende Kleid dafür. Das kennt ihr sicherlich auch. Für 70 Euro ja überall zu kaufen. Schon seit Jahren. So. Ja. Also das Kleid. Das Ganze ist so schön, da schreien sogar die Kinder. Hier ist nochmal die Preisliste für euch. Da steht alles drauf, was hier drin ist. Und dann gehen wir nochmal ein Fenster weiter. Nochmal hier im Ganzen. So, gehen wir nochmal ein zweiter. Ah ja, gut, hier haben wir Rapunzel. So, jetzt mal ein bisschen verschoben. Haben das Kleid und diverse Artikel dazu. So, hier nochmal die Barbie. Und ups, und die Kleider. Und hier gibt es auch noch mal die große Puppe. So. Ja, also alles rund um Rapunzel. Selbst die Haare wisst ihr. Selbst die Haare könnt ihr hier kaufen. So, eine die Handtasche. So, dann gehen wir noch mal zu der Preisliste. Die will ich euch ja nicht vorenthalten. So, da seht ihr auch das Kleid natürlich für 70 Euro und alles andere dazu. Die Schneekugel, wo ist die Schneekugel? Die habe ich euch gar nicht gezeigt. Doch, hier vorne ist sie. Da schaut mal hier die kleine Schneekugel. So, die Fenster sind einfach schmutzig hier. Alles klar. So, das war dann das dritte Fenster. Hier vom Emporium Shop. Ja, vielen Dank, würde ich sagen, dass ihr geschaut habt. Guckt euch die anderen Videos, abonniert meinen Kanal, teilt das Video und so weiter. Ihr kennt das Spielchen. Gebt mal einen Kommentar, ob ihr euch das Video gefallen hat. Ist auch mal ganz interessant oder was ihr mal sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal aus dem Disneyland Paris. Tschüss, euer Disney-Opa.